Das Buch hat mich erstmal befreit. Andererseits mache ich mir aber schon über viele Sachen Gedanken. Hätte ich vielleicht den Satz ein bisschen geschmeidiger formulieren können. Ich wünschte, ich könnte hier selbstsicherer sitzen, aber eigentlich ist es mir auch wurscht. Hallo, mein Name ist Jochen Schropp. Ich bin Schauspieler, Moderator, Podcaster und mittlerweile auch Autor. Also geoutet habe ich mich eigentlich schon mit 18 Jahren. Das allerdings eher im familiären und im freundschaftlichen. Aber ich habe eben nicht in der Öffentlichkeit oder der Presse gesagt, dass ich schwul bin. Und man wird natürlich als Person des öffentlichen Lebens sehr oft von Menschen beraten, denen es vielleicht auch gar nicht zusteht, sich zu deiner privaten Situation zu äußern. Und natürlich wurde ich von manchen Leuten gefragt, warum hast du dich noch nicht geoutet? Von anderen Leuten wurde mir gesagt, das geht niemandem was an. Und eigentlich habe ich gedacht, ich fahre damit auch immer ganz gut, mich den Leuten zu öffnen, mit denen ich mich wohlfühle, aber das jetzt nicht an die große Glocke zu hängen, weil ich eigentlich große Sorge davor hatte, als der schwule Moderator oder als der schwule Schauspieler wahrgenommen zu werden. Vor allem, weil mir meine Schauspielagentur, die ich zu diesem Zeitpunkt hatte, davon abgeraten hatte. Also ich bin mit dem Wunsch, mit dem Bedürfnis zu ihnen gegangen, dass ich mich gerne outen würde. Und sie haben mir gesagt, ich solle mir das doch noch mal gut überlegen, da ich damals eben auch sehr viele romantische Heldenrollen spielte und eben oft auf irgendwelchen englischen Klippen stand und Heiratsanträge gemacht habe. Und diese Rollen würden wohl wegfallen. Und dann kommt man natürlich ins Zweifeln. Also habe ich mir gedacht, okay, die wissen schon, wovon sie reden und ich behalte das erstmal für mich. Und dann gab es irgendwann 2018 ein Abendessen mit unserem damaligen Austauschschüler. Dustin lebte in meiner Familie, da war ich 13 und der war in Berlin. Und wir waren abends essen und der sagte zu mir, immer wenn ich Deutschland vermisse, dann google ich deinen Namen, weil über meinen Gastbruder kann ich immer irgendwas finden. Und du gibst eigentlich immer ganz schöne Interviews. Ich mag deine Einstellung zum Leben, aber warum erzählst du eigentlich nie über deine Homosexualität? Und dann habe ich gedacht, genau, wovor habe ich eigentlich Angst? Und wie lange möchte ich, dass diese Angst mich noch dominiert? Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, okay, ich habe natürlich auch Angst davor, dass eine Journalistin mich in gewisser Weise führt und mir Antworten herauslockt, die ich eigentlich so nicht geben möchte. Also habe ich das Interview mit mir selber gemacht und bin irgendwann in diesen offenen Briefmodus verfallen und habe mir alles so von der Seele geschrieben. Hab das dann auch nachts um 4 an 10 Menschen geschickt, die mir nahestehen. Und als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, hatte ich eigentlich nur Zuspruch. Wenn du natürlich in einer Zeit aufwächst, wo schwul das schlimmste Schimpfwort in der Schule ist, dann kann man als homosexueller Mensch oder Mann vor allem einfach einen Knacks weghaben. Und den hatte ich eben auch. Und dann kam natürlich auch noch dazu, wie meine Eltern mit dem Thema umgegangen sind, die sicherlich nicht homofeindlich waren, aber die trotzdem nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Und als ich damals mit 13, 14 sehr, sehr stark gehänselt wurde, damals hat man noch nicht von Mobbing gesprochen, aber es war eigentlich genau dasselbe, habe ich mit meiner Mutter darüber gesprochen und habe halt gesagt, ja, ich kann abends nicht schlafen, weil ich werde halt in der Schule als schwul bezeichnet und ich werde geschubst und ich werde ja auch aggressiv einfach angegangen. Und meine Mutter sagte darauf, aber das Gute ist ja, du bist nicht schwul. Eine Gruppe hat mich eben einmal im Schwimmbad abgefangen und die haben das so geschickt gemacht, weil sie mich mehr oder weniger so in ihre Gruppe aufgenommen hatten. Also so sah das von außen auf, dass wir Spaß hatten. Wir haben uns nass gespritzt, haben uns gegenseitig unter Wasser getunkt. Aber eigentlich war ich nur derjenige, der unter Wasser getunkt wurde. Und ich habe einfach wirklich gedacht, ich ertrinke. Also das, ich hatte immer ganz kurz Zeit, Luft zu holen. Dann hat mich wieder jemand anders unter Wasser gedrückt. Und es gab eine Person, die sich dann für mich stark gemacht hat und gesagt hat, hey, der wird ja schon ganz blau, hör mal auf und so. Und dann gehst du da aus dem Wasser raus
Und hast niemanden, dem du dich anvertrauen kannst. Also ich war ja da auch mit meinen Freundinnen, die aber eben das Becken schon verlassen hatten und habe dann eben so getan, als wäre nichts passiert. Und ich glaube, das war im Endeffekt das Allerschlimmste, dass ich zu der Zeit keine Vertraute, keine Vertrauten hatte. Und nachdem ich es dann meiner Mutter erzählt habe und sie ja dann auch sagte, ja, du bist ja nicht schwul, war ja dann noch nicht mal meine Mutter meine Vertraute. Also ich hatte einfach niemanden. Und ich glaube, das war eigentlich am Allerschlimmsten. Mein Ausweg war damals, dass ich mir eigentlich mit 12 Jahren schon gesagt habe, ich möchte ein Austauschjahr machen, ich möchte nach Amerika. Und da hatte ich eigentlich auch dann total Schiss vor, weil ich natürlich aus amerikanischen Filmen oder Serien kannte, dass die Highschool so das größte Haifischbecken ist, was man sich vorstellen kann. Und wie das mit Homosexuellen ist oder mit schwul Gelesenen, keine Ahnung. Also ich habe mir ja damals auch eingeredet, ich werde schwul gelesen und das ist was Schlimmes. Und lustigerweise war es da dann total anders. Und dieses Jahr war mein absoluter Befreiungsschlag. Ich hatte damals längere Haare, hatte dann auch irgendwann blonde Strähnen, so ein bisschen Kurt Cobain-mäßig. Also nicht, weil ich mich weiblich gefühlt habe, sondern weil ich damals Indie-Rocker war und das einfach cool war. Und das war irgendwie nie ein Problem. Also ich war damals an der Highschool im Theaterclub, das war so das Nerdigste, was man, glaube ich, machen konnte. Hab im Chor gesungen, hab für die Schülerzeitschrift geschrieben, hab eigentlich die ganzen kreativen Sachen damals dann ausgelebt, die mir auch Spaß gemacht haben. Und trotzdem war ich aber auch von den Coolen der Schule angenommen, weil ich eben kein Austauschschüler war, den sie bisher kennenlernten, sondern ich sprach sehr gut Englisch, ich kannte die Kultur, ich habe mich einfach eingebracht und war einer von denen. Und das hat mir damals total viel Selbstbewusstsein gegeben und mein Selbstwert total gestärkt. Und ich war zum ersten Mal verliebt. Ja. Herr Schropp, Sie wollte ich ja nun schon lange mal kennenlernen, rief René aka Renate, während er die Arme ausbreitete und die Stufen hinunterschwebte. Mein Vater bewahrte die Fassung, aber die Freude war wohl nicht ganz seinerseits. Abends, die drei waren mittlerweile abgereist, kam er nochmal in mein Zimmer, setzte sich an meine Bettkante und suchte nach Worten. Dann sagte er, also so wie dein Freund wirst du aber bitte nicht. Ich erwiderte nichts. Ich habe irgendwann, und das war noch vor meinem Outing, habe ich Queer as Folk, eigentlich die erste tolle queere Serie von Matthew T. Davis, mir angeschaut. Und ich fand es so spannend und toll, wie damit Homosexualität umgegangen ist, dass ich gesagt habe, ich muss das posten, weil es einfach auch eine tolle Serie ist. Ich schreibe seit Jahren eine Kolumne über Serien. Und ich saß da im Zug und habe mir überlegt, wenn ich das jetzt poste, dann sage ich doch eigentlich damit aus, dass ich schwul bin. Was so ein, also natürlich stimmt's, man könnte dann eher drauf kommen, aber dass mir das im Kopf rumging oder ich habe den Musikgeschmack eines 13-jährigen Teenagers, also ist einfach so. Und ich habe teilweise, keine Ahnung, nicht die Lieder, die ich gerade gut fand, mit meinen FollowerInnen geteilt, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt ein Lied von Britney Spears poste, dann werde ich gleich als schwul gelesen. Also dieses ständige Abwägen, darf ich das anziehen? Übrigens auch, ja, ich habe mich nie beim Schminken fotografieren lassen oder filmen lassen, weil ich immer dachte, das wirkt gleich gay. Oder wenn ich zu einer Kosmetikerin gehe oder wenn ich, keine Ahnung, eine tolle Creme geschenkt bekommen habe, die ich richtig, richtig toll finde. Warum soll ich die nicht teilen? Frauen machen das doch auch. Und immer eben dieses Gender-Konstrukt im Kopf zu haben. Und das ist einfach wahnsinnig befreiend, dass ich das nicht mehr machen muss. Jahre später hatte ich mit meinem Vater nochmal eine Aussprache über dieses Gute-Nacht-Gespräch. Er sagte, dass er sich einfach Sorgen gemacht hatte, dass ich aufgrund meiner Homosexualität Probleme bekommen könnte. Daher rührte also der Satz, den ich damals einfach nur als diskriminierend empfand. Als ich kürzlich mit meiner Schwester über das besagte Wochenende sprach, an dem mich die drei besuchten, sagte sie, weißt du denn nicht mehr, was Papa damals zu dir meinte, als sie zu Oma fuhren? Mich verneinte. Du solltest besser die Vorhänge zuziehen, falls ihr euch im Wohnzimmer aufhaltet. Das hatte sie damals als Teenager total schockiert, ich jedoch hatte den Moment verdrängt. Ich habe nicht die Stärke gehabt zu sagen, ich bin gut so, wie ich bin. Und selbst jetzt mit dem Buch habe ich trotzdem nicht mehr so eine große Angst, aber trotzdem mache ich mir darüber Gedanken, wie werde ich bewertet, wenn Leute meine Geschichte lesen, die ich ja sehr offen und ehrlich erzähle. Und mir war es aber wichtig, die so ehrlich zu erzählen. Also ich habe ja nichts ausgelassen.
vielleicht ein paar Kleinigkeiten, aber nichts beschönigt. Und auch das ist für mich wieder ein Befreiungsschlag, aber genauso wird mir das wieder Bauchschmerzen bereiten, weil ich nicht weiß, wie es aufgenommen wird und ob mir da nicht auch ein Strick gedreht werden kann. Vielleicht gehen ein paar Türen zu und dafür werden aber andere Türen aufgehen. Also ich gehe da eigentlich ganz, ganz entspannt jetzt ran, ja. Also ich meine, es ist 2018 auch nichts passiert. Da habe ich mir auch in die Hosen gemacht und dachte so, oh mein Gott, was wird da wohl passieren? Und im Endeffekt ist es total positiv für mich gelaufen. Und ich glaube, das ist ja auch die Aussage des Buches. Also lass dich von deiner Angst nicht dominieren und trotzdem kommen diese Gedanken. Und es ist auch okay, wenn die kommen, solange ich sie wieder loslassen kann. Ich würde mir wünschen, dass Queer as Fuck Leute zum Nachdenken anregt und vielleicht die Sichtweise auf gewisse Dinge ändert. Ich würde mir wünschen, dass das Buch einigen Menschen eine Hilfestellung gibt. Und dann bin ich auch schon glücklich. Ich glaube, es braucht einfach Sichtbarkeit und es braucht einfach Menschen, mit denen man sich identifizieren kann. Und wenn mir ein 38-jähriger Mann schreibt, dass er sich, weil ich mich geoutet habe und er weiß, dass seine Eltern mich gerne im Fernsehen sehen, jetzt endlich den Mut gefasst hat, sich vor seinen Eltern zu outen, weil sie irgendeine Sendung zusammen geguckt haben und die Mutter gesagt hat, ach, den Jochen, den mag ich einfach gern. Und er dann gesagt hat so, ja, und wie ist es, dass er schwul ist? Ach, das ist doch egal. Und er zum ersten Mal gemerkt hat so, krass, meine Eltern sind vielleicht gar nicht so verbohrt, wie ich dachte und sich aufgrund meines Outings dann selber getraut hat, dann weiß ich, warum ich mich geoutet habe. Und guck, was passiert ist auch seitdem. Also Yannick Schümann hat sich geoutet, on top seiner Karriere. Wladimir Bulakow, der Tatortkommissar, hat sich geoutet und so weiter und so fort. Also es ist seitdem auch echt viel passiert. Ich glaube, die Selbstverständlichkeit, zu sich zu stehen, ist viel größer geworden. Und Yannick hat zum Beispiel auch in einem Interview gesagt, Agentinnen, die ihren SchauspielerInnen davon abraten, zu sich selbst zu stehen und ein glückliches Leben zu führen, den muss man den Kopf waschen, den muss man sagen, das geht nicht. Es geht hier um einen Job, ja, und ganz ehrlich, wenn ich als Schauspieler auf einmal keinen Job mehr bekomme aufgrund meiner sexuellen Orientierung, dann muss ich mich als Schauspieler fragen, ob ich nicht einen anderen Job machen soll, weil das frisst dich irgendwann auf. Es gibt so viele Kolleginnen, die sich immer noch nicht geoutet haben, die Lügen erzählen am Set, die sich teilweise Freundinnen für die Presse aussuchen, die, wenn sie mit ihren Kolleginnen über einen Urlaub sprechen, mit ihren heterosexuellen Kolleginnen, keine Ahnung, Partnerinnen erfinden, mit denen sie, keine Ahnung, einen romantischen Urlaub gestalten. Das finde ich so traurig und so schlimm. Also, und das habe ich halt nie gehabt. Also da bin ich immer offen mit umgegangen. Aber das gibt's halt immer noch. Und je mehr Leute für Sichtbarkeit sorgen und je öfter diese Menschen sehen, dass das alles nur halb so wild ist und dass man vielleicht sogar was Positives draus ziehen kann, umso mehr Leute werden zu ihrer Sexualität stehen. Und das finde ich super. Und man muss sich auch, man muss auch nicht einen offenen Brief schreiben. Man muss es auch nicht jetzt machen. Jeder kann sein eigenes Timing haben und vielleicht macht man es einfach wie Vladi und geht mit seinem Partner einfach auf einen roten Teppich oder sonst irgendwas. Das kann jeder für sich selber gestalten und darf sich dadurch auch nicht unter Druck gesetzt fühlen. Und mir wird auch gesagt, ah ja, hier bist du 39 warst, hast du deinen Mund gehalten und jetzt bist du auf einmal hier der schwule Papst oder sowas. Und ich mir denke, nein, ich rede jetzt einfach genauso über meine Homosexualität, wie ihr das als Heteros auch tut. Ja, ich habe länger gebraucht, aber dafür lasse ich mich nicht verurteilen. Und auch das ist eine Erkenntnis der letzten 3 Jahre. Weil am Anfang habe ich mir diesen Schuh vielleicht noch angezogen und habe gedacht, ja, stimmt, vielleicht sollte ich einfach meine Klappe halten. Aber ich will meine Klappe nicht halten. Warum auch? Ich habe 39 Jahre meine Klappe gehalten und deswegen bin ich jetzt vielleicht umso lauter. Ich wünsche es niemandem gehänselt zu werden und ich wünsche niemandem Depressionen, Identitätskrisen. Aber ich muss auch sagen, mich hat es stark gemacht und ich glaube, ich wäre auch nicht da, wo ich jetzt als Mensch bin, wenn ich das damals nicht erfahren hätte. Ich glaube, ich hätte mir einfach nur mehr Allies gewünscht, ich hätte mir mehr Menschen gewünscht, denen ich mich geöffnet hätte. Also nicht, dass andere Leute mich darauf angesprochen hätten, sondern dass ich wirklich aktiv gesagt hätte, hör mal, Mama, aber ich glaube, ich bin schwul. Und das ist einfach doof jetzt. Wie gehe ich damit um? Ich
finde halt auch, wenn man als Eltern eines queeren Kindes, das sich dir anvertraut, dann eben sagt, ja, was sollen denn die Nachbarn denken? Und das erzählen wir aber jetzt erstmal nicht. Und sie machen das zu ihrem Problem, anstatt ihr Kind erstmal mit Liebe zu überhäufen, zu sagen, hey, du bist mein Kind, es hat sich nichts geändert, ich habe dich vor einer Minute geliebt und nur weil du mir jetzt gesagt hast, du bist homosexuell, bisexuell, trans oder hast das Gefühl, du bist im falschen Körper geboren, heißt das nicht, dass ich dich weniger liebe, sondern ich werde dich unterstützen, ich werde alles dafür tun, dass es dir gut geht und vor allem, was brauchst du von mir? Ich finde, das ist immer die Frage, bevor man das Problem zu seinem eigenen macht, erstmal das Gegenüber zu fragen, was brauchst du? Und ganz offen zu sein, offene Fragen zu stellen. Ich bin auch der Meinung, du kannst mich alles fragen, auch wenn ich die Frage blöd finde. Auch wenn du mich fragst, wer ist in deiner Beziehung der Mann oder wer ist die Frau? Dann werde ich natürlich schon sagen, es tut mir wirklich leid, aber das ist eine richtig blöde Frage und das solltest du eigentlich wissen. Aber, und dann werde ich dieser Person meine Beziehung erklären. Und dass es eben keine Genderrollen in meiner Beziehung gibt. Nur so kann ich ja erwarten, dass diese Person versteht, was eigentlich Sache ist. Was ich, glaube ich, auch ganz wichtig finde, du darfst dich wehren, du darfst auch den Mund aufmachen, wenn dich jemand angreift, du musst keine Angst haben. Nimm das, was dir jemand an den Kopf wirft und was dich vielleicht verletzt, internalisier das nicht, sondern gib es lieber zurück und such dir Vertraute. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich glaube, dass ich das einfach über wie viele Jahre, bestimmt 3 Jahre irgendwie in mich reingefressen habe, also nachdem ich da so fertig gemacht wurde, bis ich überhaupt jemanden gefunden habe, dem ich erzählen konnte, dass ich glaube, dass ich homosexuell bin, hat das einfach ganz, ganz lang gedauert. Und die Zeit hätte ich wirklich schöner verbringen können, wenn ich einfach mutiger gewesen wäre. Ich glaube, man darf sich einfach von seiner Angst nicht dominieren lassen. Und ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. All I am is friend. Your friend till the end.